Ja, guten Abend zu unserem zweiten Teil des heutigen Abends. Es geht wieder um die Protestbewegung in Russland. Mein Name ist Johannes Voswinkel. Ich bin der Büroleiter des Moskauer Büros der Heinrich-Böll-Stiftung und darf heute Abend moderieren. Uns ist im Moment eine unserer Panel-Teilnehmerinnen verloren. Ah, sie kommt. Wunderbar. Dann sind wir nämlich komplett und können auch anfangen. Wir haben heute Abend ja schon teilweise in etwas düsteren Tönen gesprochen über die Protestbewegung. Ich fürchte, manches wird auch jetzt wieder düster werden, aber es gibt auch auf der anderen Seite ja viel Entwicklung in der russischen Gesellschaft, wie wir gehört haben. Wenn man im letzten Jahr verglichen hat, was unterscheidet eigentlich die Protestbewegung 2011, 2012 von der 2019, dem sogenannten Moskauer Sommer, dann wurde von den Kommentatoren sehr gerne auf eines hingewiesen: diejenigen, die ihre Meinung ausdrücken wollen, die Zivilgesellschaft ist viel besser vorbereitet heute auf entsprechende Protestzeiten. Und gerne wurde das insbesondere sozusagen als Verkörperung dieser Vorbereitung begründet mit einer Organisation, die sich OWD Info nennt. Und da sie so wichtig ist, OWD steht übrigens als Abkürzung für Adil Vnutrenih Dil, also Innenministerium Polizeistation sozusagen. Und da sie so wichtig ist, haben wir heute auf der Bühne auch zwei Vertreterinnen gleich dieser Organisation. Zu meiner Linken sitzt Jekaterina Borovikova. Sie arbeitet in der Organisation OWD Info in Moskau als Analytikerin. Sie bereitet insbesondere die Daten auf, die diese Organisation, über die wir gleich noch ein bisschen mehr erfahren werden, bereitet und ist von Beruf aus Journalistin, wenn ich das richtig weiß. Ja. Wir haben eine zweite Jekaterina. Für den Moderator ist das eine einfache Situation. Jekaterina Selesnyova arbeitet auch bei OWD Info, ist Juristin und ist insbesondere für die juristische Beratung zuständig, sowohl in der Organisation selbst als auch vor Gericht. Auch das kommt vor. Und außerdem begrüßen wir hier auf dem Podium Alexei Kaslov, unseren Partner, Mitorganisator der Veranstaltung heute. Alexei, Menschenrechtsaktivist aus Voronesch. Das ist eine Stadt etwa 600 Kilometer südlich von Moskau. Dort hat er unter anderem, auch als er dort noch gearbeitet hat, eine Organisation gegründet für die Versammlungsfreiheit. Es wird heute sehr viel auch um Versammlungsrecht, Versammlungsfreiheit gehen. Und er musste 2013 Russland verlassen, lebt seither in Berlin. Und auch darüber werden wir sprechen, nämlich über die Politimmigranten, die mittlerweile aus Russland, natürlich nicht nur nach Deutschland, gekommen sind. Aber ich habe jetzt ganz bewusst ganz wenig zu OWD Info gesagt, weil ich Jekaterina es überlassen wollte, kurz noch einmal die Organisation vorzustellen und zu erklären, was das für eine Organisation ist. Hallo, OWD Info. OWD Info. So, hallo, Herr Dovinense, so fängt es an, wenn man, so hört man sich das an, wenn man die Hotline anruft. Wir haben ein Ziel, was wir verfolgen. Wir wollen Leute unterstützen, die verhaftet wurden. Wir wollen diese Leute nicht allein lassen gegenüber dem System. Wir haben eine Hotline, die man anrufen kann. Und unsere Mandanten, das sind Leute, die verhaftet wurden, aber auch unsere Anhänger, unsere Leser rufen dort an. Das sind Leute, die auf die eine oder andere Weise politischen Verfolgungen ausgeliefert sind. Sie erzählen uns, was ihnen passiert ist, warum sie verhaftet worden sind. Sie fragen uns, was jetzt passieren wird. Wir sagen ihnen, beruhigen Sie sich. Wir schicken einen Anwalt zu ihnen. Das sind Leute, die sie vertreten werden. Wir arbeiten nicht nur in Moskau, sondern auch in drei weiteren Organisationen. Wir publizieren Informationen darüber, was passiert. Und das sorgt dafür, dass die Leute nicht aus dem Blickfeld der Journalisten verschwimmen. Wir bieten juristische Unterstützung an. Wir publizieren Vorträge und Analysen, stellen Informationsprojekte zur Verfügung, die sozusagen als Grundlage für unsere juristische Tätigkeit dienen können und auch für andere. Viele Fälle sehen recht aussichtslos aus, besonders wenn es um Ordnungswidrigkeiten handelt. Aber wir kümmern uns um das alles.
Wir haben etwa 200 Beschwerden, das heißt, es gibt wirklich viel zu tun, was nun seit dem letzten September passiert ist. Jetzt muss ich mal kurz tief Luft holen. Seit dem letzten Sommer haben wir wirklich viele Nerven verloren und sind viele graue Haare gewachsen. Das war wirklich eine Zensur in der Historie des modernen Russlands. Es gab eine große Anzahl von Repressionen, aber auch viele repressive Gesetze, die es jetzt gibt. Damit müssen wir jetzt leben, damit müssen wir arbeiten. Am 12. Juni 2019 sind viele Leute auf die Straße gegangen, um zu protestieren gegen die falschen Darstellungen, gegen den investigativen Journalisten Ivan Golunov, der Korruptionsskandale verfolgt hat. Golunov war am 6. Juni verhaftet worden. Man hat ihm vorgeworfen, dass er mit Drogen handelt. Und es gab natürlich eine große gesellschaftliche Resonanz. Die Drogen waren ihm untergeschmuggelt worden. Und wir haben dann das alles publiziert und das Verfahren wurde eingestellt. Dennoch sind die Leute auf die Straße gegangen, haben an nicht genehmigten Kundgebungen teilgenommen. In Russland muss man wissen, dass alle öffentlichen Aktionen mit den Machthabenden abgestimmt werden müssen, angeblich um die öffentliche Ordnung und Sicherheit zu wahren. Das in 80% der Fälle geht es letztendlich um solche Fälle, insbesondere natürlich auch, wenn bei diesen Aktien, bei diesen Kundgebungen die Machthabenden kritisiert werden sollen. Wenn die Aktionen nicht genehmigt sind, sind alle Leute, die daran teilnehmen, automatisch verstoßen sie automatisch gegen Gesetze der Russischen Föderation oder gegen bestimmte Ordnungsauflagen. Und da gibt es verschiedene Maßnahmen, die von staatlicher Seite dagegen ergriffen werden können, bis hin zu Verhaftungen. Am 12. Juni wurden etwa 530 Leute verhaftet. Es wurden Protokolle aufgesetzt wegen Ordnungswidrigkeiten. Nach dem Absatz 6.1 202 des Strafgesetzbuch. Das geht hier um nicht genehmigte Versammlungen und die Behinderung von dem freien Verkehr auf der Infrastruktur und dem öffentlichen Verkehr. Das ist ein Artikel, der erst 2014 eingeführt wurde und hier gibt es Sanktionen von Strafgeldern, etwa 290 Euro umgerechnet, bis hin zu 115 Tagen Verhaftung. Bis dahin wurde diese Strafmaß sehr selten angewendet. Man muss wissen, dass die Polizei nach diesem Paragraphen die Leute bis zu 48 Stunden ohne richterliche Anordnung festhalten können. Die meisten Leute vom 12. Juni, die verhaftet wurden, sind heute vorbestraft. Das heißt, die Juristen haben zwei Gerichtsinstanzen mit ihnen durchlaufen. Die russischen Gerichte erkennen Argumente in Bezug auf die Versammlungsfreiheit nicht an. Sie sagen, es gibt nach der Verfassung der Russischen Föderation, Paragraph 835, gibt es bestimmte Gesetze, Rechte für die russischen Menschen. Und auch die Russische Föderation muss sich an bestimmte Vorgaben aus der Verfassung halten. Juli. Und dann begann der Juli. Unabhängige Kandidaten wurden nicht zugelassen, aus irgendwelchen ausgedachten Gründen. Das führte dazu, dass Menschen reizbar wurden. Und die Stadtverwaltung hatte viele Kundgebungen nicht genehmigt. Die Polizei hat die äußerste Gewalt eingesetzt. Das war eines der Elemente der medialen Einschüchterung, so wie es aussieht. Aber diese politische Reizbarkeit der Bürger hat sich übertragen auf anderen Schichten der Bevölkerung. Die Polizeigewalt führte dazu, dass viele Strafverfahren eingeleitet worden waren. Und zwar, wenn du sagst, dass der Polizeibeamte dich zusammengeschlagen hat, dann wird ein entsprechendes Strafverfahren nicht gegen den Polizeibeamten eingeleitet, sondern gegen dich selbst. Und so gab es
auch ein entsprechendes Verfahren. Menschen haben einen Plastikbecher nach einem Polizisten geworden. Und da wurden sie verurteilt, ausgehend vom Artikel 318 Strafgesetzbuches. Wie sehen Sie, wie zerbrechlich diese Polizeibeamten sind? Wahrscheinlich stimmt ihre Psyche nicht. Was könnte ich noch sagen? Der Staat hat eine standardmäßige Reaktion auf die Proteste. Das ist der erhöhte politische Druck, was dazu führte, dass immer mehr Strafverfahren eingeleitet worden waren. Am 27. Juli wurden 1370 Menschen verhaftet. Das ist eine Rekordzahl seit unserer Beobachtung. Am 26. Mai 2011 1043 Personen. Diese Aktion wurde von Nawalny durchgeführt. Vom 14. Juli bis zum 31. August wurden etwa 2700 Menschen verhaftet. 2012 waren es 3700, 2017 waren es 3462 bei 129 Aktionen. Es ist interessant zu sehen, welche Artikel eingesetzt worden waren gegen Menschen, die sich an den friedlichen Protesten beteiligt haben. Und nicht nur gegen diejenigen, die auf der Straße waren, sondern diejenigen, die in irgendeiner Beziehung zu diesen Menschen standen. Also 10 Artikel wurden eingesetzt, ganz klassische 318 Gewaltanwendung gegenüber einem Behördenvertreter und 212 Massenunruhen. Jetzt sieht man, dass dieser Artikel aus den Akten Moskauer Verfahren verschwunden ist, aber das bedeutet bei weitem nicht, dass dieser Artikel nicht mehr eingesetzt wird. Es gab auch Innovationsartikel 141 wieder oder Behinderung der Tätigkeit der Wahlkommission. Es ging ja darum, dass Menschen zur Wahlkommission gegangen sind und verlangt haben, dass unabhängige Kandidaten zugelassen werden, weil entsprechende Unterschriften gesammelt worden waren. Ein weiteres Beispiel, Artikel 156, Vernachlässigung bei der Erziehung eines minderjährigen Kindes. Wenn zum Beispiel Eltern ein Kind zur Kundgebung genommen haben, so wurde dieser Artikel gegen sie angewendet. Die Zahl der Menschen, die unter dieser Artikel fallen, ist sehr hoch. Da sind Hunderte von Menschen. Man muss sagen, dass auch die Sicherheitskräfte ihre Hände im Spiel haben, nicht nur regionale, sondern auch lokale. Das Ministerium des Inneren, die Polizei, das Zentrum für die Bekämpfung des Extremismus, Rosgvardia, das Ermittlungskomitee, der Inlandsgeheimdienst FSB, der Dienst der Gerichtsvollzieher, die waren auch bei der Kundgebung und haben dann den Aktivisten gesagt, sie schulden uns was. Jene Behörden, die Soldaten einbeziehen, das war der Fall von Alexei Medinov und er wurde eingezogen bei der Berufsarmee, obwohl er das überhaupt nicht musste. Es gab auch Druck auf nicht registrierte Kandidaten, als es um die Wahlen ins Stadtparlament geht. Das hieß, diese Menschen wurden isoliert im Rahmen der Ordnungswidrigkeiten, weil sie angeblich eine nicht genehmigte Kundgebung oder nicht sanktionierte Kundgebung durchgeführt haben. Nicht sanktioniert, diesen Begriff gibt es nicht im russischen Gesetz. Nicht abgestimmte sollte es heißen. Und wenn irgendeine Kundgebung verweigert wird, dann sollen andere Strafaktionen ins Spiel kommen, wenn es dann doch zu diesen Kundgebungen kommt. Viele Menschen wurden nach dem Ordnungswidrigkeitengesetzbuch verurteilt und Strafgesetzbuch. Es gab ebenfalls einen Druck auf Studenten. Unter denjenigen, die festgehalten worden waren, waren Studenten aus den Universitäten in der Hauptstadt.
die Uni-Verwaltung hat Druck auf sie ausgeübt, indem sie ihnen sagte, sie sollen nicht hingehen. Prophylaktische Gespräche wurden mit Studenten geführt. Es wurde ihnen gedroht, dass sie exmatrikuliert werden. Es wurden Strafverfahren eingeleitet gegen die Mitarbeiter der Stiftung gegen die Korruption. Ihre Bankkonten wurden eingefroren und ein Dutzend Menschen wurden auch in Mitleidenschaft gezogen, obwohl es überhaupt nicht klar war, auf welche Art und Weise sie mit der ganzen Stiftung zu tun haben. Aber nichtsdestotrotz wurden ihre Bankkonten auch eingefroren. Sie haben überhaupt kein Geld. Das war eine ziemlich hohe Summe, die auf diesen Bankkonten war. Ivan Zhdanov, gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, weil er eine gerichtliche Entscheidung nicht umgesetzt hat. Es gab Verfahren, die einen propagandistischen Charakter aufweisen. Es gibt auch keine logische Schrittfolge. Also es gibt diese teuflische Kette. Die Stadtverwaltung sagt Nein zur Kundgebung, obwohl keine wesentlichen Gründe angeführt werden. Dann kommt es zu diesen Kundgebungen. Und was machen die Polizei und Rosgvardia? Sie sorgen nicht für die Sicherheit bei diesen Kundgebungen, sondern treibt alle Teilnehmer auseinander unter Gewaltanwendung. Kreisgerichte verhandeln die Verfahren nicht im Hauptverfahren. Sie lehnen alle Beweise ab. Akten sind schlecht zusammengestellt. Es gibt orthografische Fehler und so weiter. Also formale Seite ist nicht einmal gegeben. Und das ist schon Grund, um die Entscheidung des unteren Gesicht durch das obere Gericht zurückzunehmen. Unsere Argumente, dass wir dieses Recht auf die Versammlungsfreiheit haben, sie werden überhaupt nicht akzeptiert. Videobeweise, Zeugenaussagen werden ebenfalls nicht berücksichtigt. Wenn jemand dann doch ins Gericht als Zeuge geladen wird, dann ist es ein großes Glück. Sonst ist es überhaupt nicht der Fall. Was haben wir im Ergebnis? Wir haben ein Laufband Verfahren. Dadurch entstehen Voraussetzungen für das Fabrizieren von Strafverfahren. Wir haben einen Fall, Konstantin Kortow. Gegen ihn wurde im Zusammenhang mit der Artikel 212 ein Strafverfahren eingeleitet. Willst du das vielleicht erzählen? Nein? Okay, das ist ein absurder Artikel. Wenn zum Beispiel eine Person wiederholt eine nicht genehmigte Aktion durchführt, so kann sie strafrechtlich belangt werden. Dieser Artikel macht es möglich, dass Menschen, die früher festgehalten worden waren, und zwar im Rahmen des Ordnungswidrigkeitengesetzbuches, dann nach dem russischen Strafgesetzbuch verurteilt werden können. Das Verfassungsgericht hat diese Praxis als nicht besonders gut anerkannt, aber es hat anempfohlen, dass dieser Artikel nur dann anzuwenden ist, wenn die Gefahr für die öffentliche Ordnung besteht. Aber Konstantin Kortow, er war überhaupt keine Gefahr für die gesellschaftliche Ordnung. Was hat er bekommen? Er hat 4 Jahre aufgebrummt bekommen. Und das Verfassungsgericht sagt, okay, ja, wir haben doch gesagt, es darf diese öffentliche Gefahr nicht bestehen. Aber nichtsdestotrotz habt ihr das gemacht. Wir wissen, dass dieser Artikel sehr wesentlich ist. Wir verfolgen, wie oft dieser Artikel angewendet wird. Denn er bietet die Möglichkeit, ihn gegen nicht registrierte Kandidaten für die Moskauer Stadtparlamentwahl einzusetzen. Und diese Registrierung wurde ihnen 4 bis 5 Male verweigert. Was die Länge oder die Dauer der Verfahren angeht, das ist eine kosmische Geschwindigkeit, mit der sie erledigt werden. 2,5 Tage bis 20 Tage. Stellen Sie sich vor, wie schnell das ist. Sehr interessante Informationen diesbezüglich sind vorzufinden.
5 Unternehmen, die in irgendeiner Art und Weise mit der Stadtverwaltung affiliiert sind, haben Klagen auf Schadenersatz gegen Aktivisten eingereicht im Gesamtwert von 14 Millionen Rubel. Dadurch will man zeigen, wie gefährlich die Aktivisten sind. Aber es gibt keine wirklichen Beweise. Aber diese Klagen braucht man, um eine Beweisgrundlage zu bilden. Und stellen Sie sich vor, diesen Klagen wird zum Teil auch stattgegeben. Die Mitarbeiter der Polizei haben eine rigorose Gewalt angewendet bei der Festnahme. 68 Personen mindestens wurden zusammengeschlagen. Was die Journalisten angeht, so gab es Videos beim TV-Sender Dorscht. Aber diese Videos hat der Staat eingesetzt, um Menschen einzuschüchtern. Und das Niveau der laufenden Repressalien erreichte schon die maximale Höhe. Und die politische Gewalt läuft nicht auf eine bestimmte Behörde zurück. Wir merken, dass sehr viele Behörden eingesetzt werden, um Gewalt auszuüben. Und das lässt den Schluss zu, dass all diese Handlungen aus einem Zentrum koordiniert werden. Ich kann hier noch weitere Beispiele anführen. Ich weiß, dass ich eine langweilige Juristin bin, aber nichtsdestotrotz möchte ich Folgendes sagen. Seit dem 1. Februar 2020 sind in Kraft getreten in Russland Abänderungen zum Gesetz über ausländische Agenten. Verbreitet werden diese Abänderungen auch auf natürliche Personen, nicht mehr auf juristische. Natürliche Personen, sprich jede Person kann den stolzen Titel ausländischer Agent tragen, wenn er sich nicht registrieren lässt. Wie man sich registrieren lässt, dieses Verfahren ist nirgendwo festgelegt. Ja, die juristische Abteilung der OWD-Info lacht und weint gleichzeitig. Es gibt eine weitere Abänderung in Bezug auf die anwaltsrechtliche Tätigkeit. Das betrifft mich direkt. Ich liebe dieses Gesetz. Also, wenn ein Rechtsanwalt den beruflichen Ethos verletzt hat, wird ihm die Zulassung der Vertretung vor Gericht entzogen. Und das ist eine wesentliche Abänderung. Das ist ein Mittel, um Druck auf Rechtsanwälte auszuüben, vor allem auf diejenigen, die mit Bürgerrechtsorganisationen zusammenarbeiten. Und die Rechtsanwaltskammer verfolgt ganz aufmerksam, wer den beruflichen Ethos verletzt oder nicht. Weitere Abänderung, es geht darum, dass der Vorrang der russischen Verfassung festgelegt wird und internationale Vereinbarungen können nur dort gelten, wenn sie der russischen Verfassung nicht widersprechen. Eine entsprechende Norm gab es in der Verfassung. Wir wissen, dass unsere Verfassung jetzt abgeändert wird, aber welche Novellen da drin enthalten sein werden, wissen wir nicht. Es wird vorgeschlagen, dass in die Verfassung ein Artikel aufgenommen wird über den staatlichen Rat, ein Organ mit sehr unklaren Funktionen, erinnert an den CK der KPDSU. In der Sowjetunion gab es den Artikel 16. Er lautete wie folgt: Die lenkende und führende Rolle gehört der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Einer der Initiatoren, um diesen Artikel zurückzunehmen, war Akademiker Sacharow. Nachdem sein Vorschlag beim Parteitag zurückgewiesen worden war, Gorbatschow dachte, dass er diesen Punkt in die Tagesordnung nicht aufnehmen wird, gab es Protestbewegungen, bis an die 300.000 Menschen sind zu diesem Protest gekommen. Und Putin schlägt jetzt vor, entsprechende Änderungen in die Verfassung aufzunehmen, damit dieser staatliche Rat
Hand und Fuß bekommt. Die entsprechenden Wahlen werden 2020 abgehalten. Nicht allen lullendes oder langweilige Zusammenstellung, die gerade in der Zusammenstellung natürlich sehr deutlich macht, was für ein, wenn man es etwas salopp sagt, Strauß von Möglichkeiten die Staatsorgane haben, um gegen diejenigen, die ihr Recht auf Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit einlösen wollen, vorzugehen. Man sieht gleichzeitig auch, Katharina hat es ja ganz kurz vorgestellt, wie OWD-Info arbeitet, was für eine kräftige Ressource das ist. Wenn man auf die Website von OWD-Info geht, dann sieht man in einer wunderbaren Visualisierung, welche verschiedenen Aufgaben die Organisation übernimmt, wer in ihr arbeitet. Alles ist abgebildet mit Namen, mit Personen, sodass man sich sofort die Frage stellt, wie es eigentlich möglich ist, dass sie noch arbeiten können. Das wäre meine Frage auch an Jekaterina. Sie hat auch eine mit Präsentation nochmal eine Zusammenstellung zusammengestellt. Vielleicht die kommt dann nach sozusagen der Antwort auf meine kleine Frage, warum Sie überhaupt das alles tun dürfen. Was Sie da schätzen, woran das liegt. In dieser Präsentation werden wir den Rahmen noch mal ein bisschen öffnen. Wir waren jetzt im Sommer 2019 und in Demonstrationen des letzten Jahres. Jetzt kommt noch mal ein größerer Überblick, teilweise zumindest auch auf die letzte Dekade. Bitte sehr. Guten Tag, ich heiße Jekaterina Balivikova. Ich würde das jetzt etwas weiter ausführen, was meine Vorrednerin hier schon angebracht hat. Vielleicht weniger Details, aber vielleicht mit einem größeren Augenmerk auf das breitere Bild, soweit das natürlich hier und heute möglich ist. Ich werde hier die eigenen Daten von OWD-Info verwenden. Vom Ende des Jahres 2011. Hier ist ein kleiner Fehler in unserer Folie. Anfangs waren wir in Moskau, 2013 kamen die Daten aus St. Petersburg dazu. Und die zweite Quelle unserer Daten ist das juristische Departement des Obersten Gerichtshofs der Russischen Föderation im Zeitraum von 2004 bis 2018. Weil die natürlich relativ langsam ihre Daten zur Verfügung stellen, anders als wir. Aber dennoch kann man sich die Daten anschauen. Wir fangen natürlich erstmal mit unseren eigenen Daten an. Ursprünglich, das hat ja Katharina schon erzählt, was wir alles tun, aber anfänglich wurde OWD-Info von zwei Leuten gegründet, die so schockiert waren von dem, was damals passierte, von den ganzen Verhaftungen, dass die einfach angefangen haben, bei Facebook zu verfolgen, was da passiert und zu berichten, wer wo verhaftet wurde, in welchem Polizeirevier festgehalten wird. Deswegen haben wir Daten vom Ende des Jahres 2011. Hier wollen jetzt auch die Telefonanrufe auf unserer Hotline auswerten und natürlich auch die Daten, die aus den Social Media und anderen Informationsmedien, sofern wir denen vertrauen, nutzen wir dabei. So sehen die Protestwellen aus anhand der Daten von OWD-Info. Die Daten sind hier etwas trügerisch, weil ein Teil des Jahres 2011 natürlich nicht abgebildet sind, weil sie erst Ende des Jahres gesammelt wurden. Und dann auch sehr viele Leute wurden in Jekaterinburg festgehalten. Aber wir haben hier natürlich nur die Daten von Moskau und St. Petersburg abgebildet. Man muss auch verstehen, dass die Daten zu den Verhaftungen sind nur ein indirekter Beleg für die Protestaktionen. Nicht alle Protestaktionen, Kundgebungen auf der Straße enden denn auch mit Verhaftungen. So ist das eben. Deswegen sind diese Abbildungen eigentlich nur mittelbar. Aber sie ergeben uns zumindest einen Hinweis auf das, was da passiert. Artikel 20.2 des Ordnungswidrigkeitengesetzes. Da geht es um Verstöße gegen die öffentliche Ordnung für Versammlungen und das Abhalten von Kundgebungen. So schlimm ist dieser Artikel eigentlich nicht, aber er entfaltet eine breite Wirkung. Das muss man einfach wissen. Das müssen alle Leute wissen, die zu Kundgebungen gehen. Und das deckt sich auch mit unseren Daten ab. Das sind Fälle, die nach dem Artikel 20.2 in dem jeweiligen Jahr in Russland
abgehandelt worden. Wir sehen hier bestimmte Peak-Phasen. Das sind die Aktionen mit den, da wo die meisten Leute verhaftet wurden. Wir haben das hier chronologisch aufgeführt, 2018, 2019. Hier sehen wir zum Beispiel das zwischen 2011 und 2012 sehen wir hier sozusagen die Auswirkungen der Proteste gegen die Fälschungen der Duma-Wahlen. 2017 bis 2018 sind das im Wesentlichen Aktionen, die von Nawalny organisiert wurden. Und der nächste Höhepunkt, das ist das, was wir im Moment erleben, das sind fast alle Aktionen des letzten Sommers, sind in den Top, sind an der Spitze. Wir haben natürlich auch Protestaktionen in anderen Regionen und hier haben wir es zu tun, vor allen Dingen mit den Protesten gegen die Fälschung der Duma-Wahlen in Moskau. Dennoch ist das hier nicht aufgenommen worden. Und wir haben aber auch Solidaritätsaktionen, Solidaritätskundgebungen in verschiedenen anderen Städten beobachten können, wo Solidarität mit den Protestierenden in Moskau bekundet wurden. Artikel 20.2 als Grundlage für die Bestrafung von Kundgebungen wurde 2014 geändert. Die ersten Änderungen gab es vor einigen Jahren schon. Damals wurde der Artikel etwas vielfältiger ausgelegt. Es wurden schwerwiegende Strafen eingeführt für Verstöße gegen diesen Artikel. Und es gab auch Bestrafungen für gesellschaftliche Tätigkeit. Die Strafzahlungen sind eines der wichtigsten Strafmittel und nach diesem Artikel. Wieso wurde dieser Artikel eigentlich geändert? Strafzahlungen sind die häufigste Strafmittel. Dieser Artikel wird am häufigsten angewandt. 670 bis 2012 Rubel sind die häufigsten Strafgelder. Seit 2018 sehen wir auch einen Zuwachs der Strafzahlungen bis zu 17.000 Rubel, 250 Euro sind das umgerechnet. Das ist eine ziemlich große Summe, wenn man sich die Gehälter in Moskau vor Augen führt, ganz zu schweigen von den Gehältern, die die Menschen in den Regionen Russlands bekommen. Und wir sehen hier, dass der Staat immer mehr Geld einnimmt mit den Teilnehmern an Protestkundgebungen. 4 Millionen im Jahre 2018 und inzwischen sind wir schon bei 47 Millionen im Jahre 2018. Und wir wissen nicht, was das Jahre 2019 bringen wird. Die Chancen auf eine Freisprachung sind relativ gering. Es gibt nur einen ganz kleinen Prozentsatz, wo Ordnungswidrigkeitsverfahren eingestellt werden. In den letzten Jahren gaben wir hier überhaupt keinen Grund zu Optimismus. Und jetzt noch ein paar Worte zum Artikel 212.1 des Strafgesetzbuchs, der auch schon vor einigen Jahren eingeführt wurde. Hier Sie gibt es eigentlich seit 2015. Wir sehen jetzt eine ganze Reihe von Verfahren auf der Grundlage dieses Artikels. Nicht sehr viele, das ist alles, was ich dazu sagen wollte. Wenn Sie sich die Daten etwas genauer ansehen wollen, lade ich Sie ein, unsere Website zu besuchen und sich dort die Daten anzuschauen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, besten Dank dafür. Wir kommen ein bisschen weg von den Zahlen. Das war jetzt erstmal eine Präsentation, ein Überblick auch. Ich komme gerne nochmal auf meine Frage zurück. Was schätzen Sie, warum OWD Info so erfolgreich arbeiten kann? Gibt es darauf eine Antwort oder wissen Sie das selbst nicht? Ich habe über Ihre Frage nachgedacht und
Die Devise unserer Organisation ist, dass Informationen schützen. Wir glauben daran, dass die Verbreitung von Informationen über die Verhafteten wirklich hilft, sie wieder frei zu bekommen. Und das sieht man auch, sobald unsere Nachrichten verbreitet werden an die Öffentlichkeit, werden die Leute freigelassen. Wir ermutigen Leute auch dazu anzurufen und sie sollen dann fragen, warum derjenige überhaupt festgehalten wird, damit wir Informationen bekommen. Und das Gleiche gilt natürlich auch über OWD-Info. Wir sind eine Organisation, die immer häufiger gesehen wird, bemerkt wird. Wir sind immer präsenter. Journalisten interessieren sich für uns. Viele Leute nutzen unsere Daten und wahrscheinlich ist es so, dass die Informationen auch uns schützen. Sehr stark über die innergesellschaftliche Solidarität, die stärker geworden ist, gesprochen. Macht sich das auch für Ihre Organisation OWD-Info bemerkbar? Zum Beispiel, wenn es darum geht, Geld zu sammeln, Crowdfunding zum Beispiel, ist das eine Variante für Sie, um die eigene Arbeit abzusichern? Ja, natürlich. Wir spüren auch die Unterstützung der Leute, die an Kundgebung teilnehmen oder Leute, die damit sympathisieren. Die Anzahl dieser Leute ist unglaublich stark angewachsen. Viele Leute wollen einfach mit uns arbeiten. Wir haben sehr viele Freiwillige. Auch die Anzahl der Rechtsanwälte, andere Juristen, die bei uns arbeiten, ist erstaunlich angewachsen. Und wir kennen diese Leute alle. Das sind alles Leute, denen wir vertrauen, die sich bei uns bewährt haben, die uns helfen und die uns auch dabei helfen, die Leute frei zu bekommen, die schon in Haft sind und ihnen Hilfe zu erweisen, soweit sie das brauchen. Sie aus der Zivilgesellschaft heraus erwachsen ist. Alexei, es gibt, ich weiß gar nicht, wie viele Fälle, in denen Aktivistinnen Russland verlassen müssen aus politischen Gründen. Ihr Fall ist einer davon. Vielleicht, wenn das möglich ist, könnten Sie uns eine Übersicht geben, wie stark das der Fall ist und vielleicht auch aus persönlicher Erfahrung, was Sie dann in der politischen Emigration beispielsweise in verschiedenen europäischen Ländern erwartet. Ich fange mit einigen Zahlen an. In verschiedenen Ländern ist das natürlich ganz unterschiedlich. Die erste große Verfahrenswelle, die wir alle kennen, das ist das Bolotnaya Strafverfahren. Da gab es zwei Ausreisewellen. Der erste Teil war direkt nach der Auflösung der Kundgebungen am 12. Mai 2012. Da wurden etwa 300 Leute verhaftet. Wenn man sich die Zahlen heute anschaut, waren das nicht so sehr viele damals. Auch Es gab Gewalt von Seiten der Polizei und Gegengewalt von Seiten der Demonstranten, aber dennoch. Nach einiger Zeit, die Verhafteten wurden damals wegen dieser Teilnahme an dieser Kundgebung festgesetzt. Dann haben sich die Machthabenden es anders überlegt und gesagt, es sind dann doch Massenkundgebungen und haben ein Strafverfahren gegen diese Leute eingeleitet. Und dann gab es eine erste Ausreisewelle von Aktivisten, weil klar wurde, dass jeder Mensch von denen, die dort verhaftet wurden, potenziell unter Anklage gestellt werden könnten. Wir haben darüber alle möglichen Informationen. Es gab Daten dazu. Diejenigen, die auf Video zu sehen waren, auf Fotos zu sehen, waren Leute, die potenziell angeklagt werden könnten. Und viele Leute, die gar nicht erst abgewartet haben, bis sie tatsächlich ins Visier der Strafverfolgungsbehörden geraten, sind ausgereist und tatsächlich wurden gegen einige von ihnen dann Strafverfahren eingeleitet. Und das zweite Verfahren
war ein Verfahren in den Regionen. Im Oktober 2012 gab es in den Regionen einzelne Verfahren wegen der Vorbereitung und Durchführung von Massenunruhen in den Regionen der Russischen Föderation. Und das Ermittlungskomitee hat damals befunden, dass es nicht nur in Moskau Massenunruhen gegeben hat, sondern auch in verschiedenen anderen Regionen der Russischen Föderation. Und diese beiden Verfahren hat man dann zusammengelegt. Und das Ganze lief dann unter dem Namen Bolotnaya Dela, also Bolotnaya Verfahren. Und das Ermittlungskomitee ist dann in die Regionen gefahren, hat Leute befragt, hat Leute verhört. Und damals war nicht ganz klar, im ersten Teil war das noch ziemlich klar, dass die Leute tatsächlich unter Anklage gestellt werden konnten. Aber im zweiten Teil war das nicht so ganz eindeutig, wer gesucht wird, warum man die Leute befragt, warum regionale Aktivisten angeblich diese Massenunruhen angezettelt haben sollen, ob es darum geht, sie einfach nur einzuschüchtern oder ob tatsächlich Verfahren eingeleitet werden. Das war alles nicht so ganz eindeutig, obwohl tatsächlich hier enorme Ressourcen in Bewegung gesetzt wurden. In 12 Regionen der Russischen Föderation fand das damals statt. Tausende Durchsuchungen gab es in diesen Regionen und es eine Unmenge von Material wurde zusammengetragen. Und dieser zweite Teil wurde aus bestimmten Gründen, vielleicht gab es auch eine Anweisung von oben, nicht zu Ende geführt. Es gab also keine Anklage gegen diese regionalen Aktivisten, aber dieser Teil wurde sozusagen diesem ersten Verfahren mit zugeschlagen. Es gab also nicht nur diesen ersten Teil in Moskau, sondern auch den Teil in den Regionen. Das war der erste Moment, als es eine größere Ausreisewelle in der neueren, der jüngsten Geschichte der Russischen Föderation gab, wo Leute aus politischen Gründen, hunderte Leute aus politischen Gründen oder aus anderen Gründen, das Russland verlassen, um eben nicht wegen konkreter Verfahren angeklagt zu werden. Das Ganze hat sich dann ziemlich lang und öde hingezogen. Einige Leute, die im Gefängnis saßen, haben dann Haftstrafen aufgebrummt, Beton und ein Teil. Einige Leute sind nicht ins Gefängnis gekommen, mussten gigantische Geldstrafen zahlen. Und die zweite Welle fällt zusammen auch mit einer großen Anzahl von Verhaftungen. Das ist im Jahr 2014, 2015 im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise nach der Besetzung der Krim gab es Aktivisten innerhalb der Russischen Föderation, die aufgetreten sind im Zusammenhang mit diesen Ereignissen. Da gab es eine ganze Reihe von Aktivisten in Moskau, aber auch in den russischen Regionen, die Artikel zur Versammlungsfreiheit und der Meinungsfreiheit. Das waren die Artikel, um die es hier ging und angewendet wurden, vor allen Dingen in Bezug auf diejenigen Leute, die Zweifel daran hegten, dass die Krim freiwillig der Russischen Föderation beigetreten ist. Und es ist sehr schwer, das eine von dem anderen zu trennen, um genau zu sagen, nach welchen Gründen dieses Strafverfahren eingeleitet worden war. Deswegen sind viele Menschen weggefahren. Die dritte Welle, da sind die Antikorruptionsproteste 2017, 2018, aber mehr 2017. Und da gibt es auch eine sehr schwere Frage. Ja, es gab Festnahmen bei den Antikorruptionsprotesten. Es gab eine gewisse Anzahl von Strafverfahren, aber in den meisten Fällen wurden sie multipliziert und wurden dann gegen regionale Aktivisten verhängt. Zum Beispiel, wenn regionale Aktivisten sich an einer unerwünschten Organisation beteiligt haben. Und so hatten wir einen Berg von politischen Gründen. Also diese Tätigkeit bei einer unerwünschten Organisation ist ebenfalls eine strafrechtliche Tätigkeit, wird geahndet mit Strafverfahren.
Verfolgung. Und viele Aktivisten dachten, oh, jetzt wird es zu heiß, wir müssen kurz abwarten. Das war, wie ich eingangs ausgeführt habe, die dritte Welle. Was das Jahr 2019 angeht, so ist es zu früh, noch darüber zu sprechen. Wir haben eine Anzahl von Strafverfahren und die Gefängnisstrafen, die verhängt werden, sind nicht zu hoch. Aber wir haben auch diese Abänderungen im Gesetz über ausländische Agenten. Und das Jahr 2020 wird dann aufzeigen, wie sich die Situation entwickeln wird. Es wird aufzeigen, wie viele Aktivisten oder führende Persönlichkeiten der regionalen Organisationen einem starken Druck ausgeübt werden und den Gedanken in Erwägung ziehen werden, das Land zu verlassen. Proteste in Russland führten dazu, dass eine sehr große Anzahl von politischen Migranten entstanden ist. Es geht um Menschen, die Proteste vorbereitet haben, sie durchgeführt haben oder Menschen, die an den Protestbewegungen beteiligt waren und in Mitleidenschaft gezogen waren, beraten haben. Und ich denke, das ist tatsächlich eine sehr große Sache. Was kann man davon erwarten? In unterschiedlichen Ländern denkt man unterschiedlich. Einige Länder nehmen politische Migranten sehr schnell auf. Alles hängt natürlich von jeder konkreten Situation ab. Und dort treten in Kraft andere Formalitäten und Vereinbarungen, zum Beispiel Dubliner Abkommen und so weiter und so fort. Auch die Frage wird aufgeworfen, inwiefern Personen strafrechtlich verfolgt werden. Dort ist alles klar, aber wenn eine Person mehrfach Ordnungswidrigkeit im Einklang mit dem Ordnungswidrigkeitengesetzbuch verfolgt wird, dann ist es in meinen Augen auch ein Grund für das politische Asyl. In Russland werden einige Ordnungswidrigkeiten auch als Strafvergehen betrachtet. Und das ist ein Repressalienmechanismus. Das Ordnungswidrigkeitengesetzbuch ist einfach furchtbar. Dort gibt es viele Protokolle. Man kann dort willkürlich Artikel anwenden. Und es ist ja klar, dass eine der Aufgaben hier für Menschen, die in der Europäischen Union Fuß gefasst haben und auch für diejenigen, die in Russland noch tätig ist, diese Besonderheiten den anderen zu erklären. Die Tatsache, dass in diesem Teil der Ordnungswidrigkeitengesetzbuch Artikel vorhanden sind, die den Artikeln des Strafgesetzbuches gleichzustellen sind, darüber muss man sprechen. Sie wissen, dass die Gerichte in Russland nicht abhängig sind. Sie bestätigen alle Ansprüche, die Ermittlungsbehörden aufstellen. Und einige sagen, das ist ja nicht schlimm, wir finden doch ein unabhängiges Gericht. Aber nein, finden wir nicht. Und darüber muss man berichten, muss man erklären, wenn es darum geht, den internationalen Rechtsschutz zu bekommen bei der strafrechtlichen Verfolgung. So sieht's aus. Es ist mir klar, dass das jedes Immigrantenschicksal ist wahrscheinlich anders. Was ist denn Ihre Erfahrung gewesen? Was war besonders schwer, nachdem Sie nach Deutschland gekommen sind, zu ertragen, sich einzuleben? Woran war es besonders schwer, sich zu gewöhnen? Ich habe mich an diese Situation überhaupt nicht gewöhnt. Klar, es ist alles individuell ausgestaltet, aber ich stand vor der Wahl 2013, entweder ein politisches Asyl zu beantragen oder zu versuchen, auf eine andere Art und Weise nicht in die Russische Föderation zu kommen. Und ich stand vor einem Dilemma. Entweder beantrage ich dieses politische Asyl und höre auf mit meiner gesellschaftlichen Tätigkeit. Das war sozusagen die erste
Fassung des Gesetzes über Migranten. Das heißt, ich müsste dann in einem konkreten Bundesland sitzen und wenn ich es verlassen wollte, brauchte ich eine entsprechende Genehmigung. Und das war wirklich die komplizierteste Entscheidung, um dies nicht zu tun. Das Gesetz in Deutschland hat sich geändert, die Situation hat sich geändert und wir haben jetzt mit einer flexiblen Situation zu tun, vor allem wenn es darum geht, dass jemand durch eine strafrechtliche Verfolgung bedroht wird. Alles hängt von einem konkreten Land ab. In Deutschland gibt es eine ganz andere Geschäftskultur. Wenn man plant, dann plant man ein Jahr im Voraus. Das weiß man sehr gut. Für das nächste Silvesterfest bucht man schon ein Jahr im Voraus ein Hotel. Für eine russische Person ist so eine langfristige Planung unmöglich. Das waren dann wirklich wichtige Momente für mich, meine Aktivität und meine gegenwärtige Situation zu vergleichen und sie in ein Verhältnis zu stellen. Klar, wenn eine Person ohne jeglichen Plan gezwungen ist, und zwar nicht auf Zeit, sondern vielleicht auf eine unbestimmte Zeit das Land zu verlassen, dann benötigt diese Person Unterstützung bei organisatorischen Fragen, bei allen anderen Fragen, um seine Tätigkeit fortzusetzen, weil das für die anderen, die dort geblieben sind, wichtig ist. Wenn ich über diese Fälle spreche, die ich beobachte, so sehe ich, dass viele Fälle nicht einmal ein strafrechtliches Verfahren nach sich gezogen haben, wenn die entsprechende Person das Land verlassen hat. Das heißt, diese Person wurde vom Land ausgespuckt. Wenn diese Person in Russland bleibt, dann heißt es, es muss eingebuchtet werden. Und dann geht man davon aus, wenn die Person das Land verlässt, dann wird sie damit beschäftigt sein, erstmal ein neues Leben aufzubauen und wird überhaupt kein Interesse zeigen, weiter politisch aktiv zu sein. Und mit der Zeit wird sie vielleicht die ganze politische Tätigkeit vergessen. Und so ist es gut. Und in der Tat hat man oft Versuche unternommen, dass Menschen nicht in eine Situation kommen, in der ein Problem bewältigt wird und das Leben kann weitergehen. Nein, da muss man noch ein weiteres Problem schaffen, damit Menschen sehen, okay, sie können nicht zurück ins Land, weil da ein Verfahren laufen könnte, Freiheitsstrafe, 18 Jahre und so weiter und so fort. Das muss man alles verhindern, die Rückkehr. Gerade auch in der Darstellung durch OWD Info, wenn man sich ansieht, welche verschiedenen repressiven Möglichkeiten der Staat hat und noch ausbaut in Russland, was sind denn Ihrer Meinung nach die richtigen Gegenstrategien derer, die ihre Meinung zeigen wollen, der Zivilgesellschaft, um trotzdem vielleicht sogar sich neue Freiräume zu schaffen, um sich auszudrücken und eventuell sogar auch, wie wir sehr optimistisch ja gehört haben, mit auf die Agenda des Staates Einfluss zu nehmen? Ich könnte sagen, dass wir auch unser eigenes Werkzeug entwickeln. Wir wissen ganz genau, wie ein Verfahren im Rahmen des Europäischen Gerichtshofs aussehen kann, weil das lokale Gerichtsverfahren überhaupt nicht funktioniert. Und so beruhigen wir Menschen. Wir leisten ihnen eine psychologische Hilfe, indem wir gleichzeitig zeigen, dass wir ein Werkzeug haben, das ihnen helfen wird, sein Recht auf die Gerechtigkeit umzusetzen. Das ist wichtig. Ja, wir arbeiten an einem weiteren Bereich im juristischen Sinne, abgestellt auf die Änderung der Gesetze. Wir haben regionale Gesetze studiert, aber noch nicht bis zum Ende. Das ist eine Hüllenaufgabe. Und wir haben 6 Regionen identifiziert, die illegal Beschränkungen erfahren haben, wenn es darum ging, Mannwachen abzuhalten. Wir haben
erreicht, dass diese Gesetze abgeändert worden waren. Wahrscheinlich gab es bei diesen Gesetzen keine Hintergedanken, aber diese Gesetze führten dazu, dass Menschen festgehalten worden waren. Und jetzt sind sie geändert. Mehr als 80 Eingaben haben wir im letzten Jahr auf der regionalen Ebene gemacht und wir warten, wie darauf reagiert wird. Vielleicht mit dem Blick von etwas weiter weg auf Russland. Wie wäre Ihre Antwort? Was sollte entwickelt werden? Welche sind die Möglichkeiten, sich wieder Freiräume zur Aktion in Russland zu verschaffen? Neue vielleicht Freiräume. Ich habe mich sehr gefreut über das Vorhandensein dieser organisierten Solidarität im Moskauer Fall. Das, was ich im Bolotnaya Fall vorhanden war, führte auch zu dieser Solidarität. Aber was mich bewegt, das sind die russischen Regionen dort, was alles passiert, ist entweder wenig bekannt oder gar nicht bekannt. Fallnetz, dieses furchtbare Urteil, Gerichtsurteil, nicht weil diese Personen schlecht sind, die das alles provoziert haben. Nein, es ist schwer, die öffentliche Aufmerksamkeit gegenüber dieser Situation zu messen. Das kann man doch nicht mit speziellen Geräten messen. Deswegen wünsche ich mir, dass in den Regionen mehr Aktivität in dieser Frage an den Tag gelegt worden wäre. Dann hätte es vielleicht dazu geführt, dass diese Gerichtsurteile nicht so drakonisch wären. Es gibt auch ein Beispiel mit Inguschetien. Kraft bestimmter Umstände ist dieses Gebiet aus dem Informationsraum ausgeschlossen. Und das, was dort passiert, ist wenig bekannt. Und ich denke, dass der erste Schritt darin besteht, viel mehr das bekannt zu machen, was in den Regionen passiert. Schiers ist bekannt geworden, aber diese Proteste in Kemerovo gegen den Kohleabbau, sie sind wenig bekannt. Und nehmen wir Kuzbass, diese Proteste haben schon lange eine Rolle gespielt. Das ist die einzige Bürgerrechtsinitiative gerichtet gegen eine völlig korrupte Regierung in dieser Region. In anderen Regionen gibt es soziale und ökologische Proteste, von denen wir wenig wissen. Das, was in Moskau passiert, füllt die ersten Seiten der deutschen Zeitungen, diese übermäßige Gewaltanwendung, das findet ihren Widerhall auch bei den Äußerungen der bekannten Persönlichkeiten. Aber das, was außerhalb Moskaus passiert, davon erfährt man nicht einmal in Moskau. Und wir als Vertreter der deutschen Zivilgesellschaft müssen nicht nur über Hauptstädte sprechen, sondern auch darüber, was in den Regionen passiert. Und wenn die Regionen diese Unterstützung spüren werden, dann wird das wahrscheinlich so sein, dass das Potenzial sich akkumuliert und zum Ausdruck kommt in Form von friedlichen Protestaktionen. Ein bisschen als Stiftung im Rahmen des, was wir tun können im Herbst. Zum Beispiel haben wir gerade das Thema Energieressourcen, Kohle und auch Kuzbass hier als Veranstaltung gehabt. Wir haben noch etwa eine halbe Stunde. Ich würde jetzt gerne den Ball weitergeben an Sie ins Publikum, wenn Sie Fragen haben zu dem, was vorgetragen wurde, zu unseren Teilnehmerinnen. Und ich hoffe, wir haben auch wieder ein Mikrofon. Ja, also ich sehe ganz hinten eine Wortmeldung.
Ja, guten Tag, Barbara Freitag vom Prager Civil Society Center. Ich habe eine Frage an beide Katharinas, weil wir sehr viel über juristische Möglichkeiten gesprochen haben. Und ich denke doch, dass einer der großen Unterschiede zwischen 2011 und 2019 auch die neuen technologischen Möglichkeiten sind, die einer Organisation wie OWD Info vollkommen neue Instrumente in die Hand gegeben hat. Wir haben hier gehört, dass auf Apps konnten die Protestteilnehmer sehen, in welchen Straßen die Nazguardia stand und welche Straßen frei waren. Es gab Apps, um Paketservices zu organisieren für die Inhaftierten. Es gab eine eigene App, um irgendwelche Leute mit Taxi abzuholen, die dann freigelassen wurden irgendwann in der Nacht. Also vielleicht könnten Sie diesen Strauß von Möglichkeiten, der eben auch bei Ihnen gewachsen ist, mal beschreiben. Und ist das eine Möglichkeit, die jetzt auch durch neue Gesetzgebung im gegen die Freiheit des Internets bedroht ist? Oder ist das ein Katz-und-Maus-Rennen, in dem die Zivilgesellschaft immer wieder ihre Vorteile nutzen kann, auch indem sie einfach digital, online, technologisch, smart und mit der Nase voraus weiterarbeiten kann? Oder sehen Sie das durch vor allem diese RUNET-Gesetzgebung, die ja auf Dauer praktisch das Internet ganz in souveräne russische Hand zurückholen möchte und abschaltbar machen möchte, schon jetzt bedroht? Ich würde vorschlagen, dass wir direkt darauf antworten, dass wir jetzt auch nicht sammeln, sondern auf die Fragen direkt antworten. Wer möchte auf die... Ich kann mit der zweiten Frage beginnen. Also ich beantworte jetzt die zweite Frage. Was unsere Organisation angeht, so wirken sich diese Gesetze nicht aus. Warum, das ist ein Rätsel, aber die Zivilgesellschaft leidet sehr stark unter diesen Gesetzen. Verfahren, wenn es um die Meinungsfreiheiten geht, so arbeiten wir dort mit der Organisation Agora. Diese Zusammenarbeit ist sehr effizient. Was unser Werkzeug angeht, so haben wir auf unserer Internetseite etwa 30 Anleitungen mit allen Schablons, wenn es darum geht, Eingaben einzureichen, Klagen zu erheben, wenn es darum geht, dass ein verwaltungsrechtliches Gericht angerufen werden muss, auch Anleitungen für die Situation, wenn jemand von der Polizei aufgesucht wird oder zur Polizei bestellt wird, um ein prophylaktisches Gespräch zu führen. Was uns rettet, wir sind 24 Stunden, 7 Tage die Woche online. Wir haben unsere Hotline, die rund um die Uhr zugänglich ist. Sie bekommen eine zarte Antwort, Sie werden eine zarte Stimme hören, die Sie beruhigen wird. Wenn gewünscht wird, dass Infos im Zusammenhang mit der politischen Strafverfolgung veröffentlicht werden, das machen wir. Wir publizieren Informationen über Festnahmen. Darüber hinaus habe ich ja aufgezählt, dass wir den sogenannten Klagegeneratoren haben. Wir haben Personen, die uns helfen, diese Klagen zu bearbeiten. Außerdem habe ich ja über das Kanal Telegram gesprochen. Dann gibt es entsprechende erforderliche Anleitungen, wie sich zu verhalten ist, wenn sie von der Polizei festgenommen werden und im Polizeiauto irgendwohin befördert werden. Wir setzen aktiv das Kanal Telegram ein, wenn es um Protestbewegung geht. Wir bitten 5 Personen, dass sie sich austauschen, was ihre Kontaktdaten angeht, und dass diese Kontaktdaten dann beim Telegram eingespeichert werden. So können wir dann verfolgen, falls mit diesen Personen etwas passiert. Über diese Hotline hinaus haben wir auch dieses Werkzeug Bot, über das auch bestimmte Anleitungen übermittelt werden. Entsprechend arbeiten kann. Wollen Sie noch etwas ergänzen dazu, zur Frage auch der Möglichkeiten, der neuen technischen Möglichkeiten der Kommunikation? Нет, мне кажется,
Ich glaube, Katja hat schon alles Notwendige gesagt und vielen Dank auch an unsere IT-Abteilung. Hinten, fangen wir hinten an. Ich glaube, Sie hatten sich vorher gemeldet. Меня зовут Анастасия, я прохожу... Анастасия, ich bin jetzt ein Praktikum im russisch-deutschen Austausch. Ich habe eine Frage an Alexei. Sie haben gesagt, dass die zweite Auslandsausreisewelle mit 2014, 2015 zusammenhing mit der Ukraine-Krise. Könnten Sie vielleicht etwas ausführlicher sagen, welche Bewegungen es denn tatsächlich gab gegen die Annexion der Krim? Das wäre ein ganz eigenes Gespräch, was man dazu führen könnte. In Moskau gab es verschiedene Solidaritätsaktionen mit der Ukraine. In verschiedenen Regionen auch sind die Leute auf die Straße gegangen und haben protestiert. Das waren keine Massenaktionen, aber die Frage war hier, oder ging es eher darum, dass doch dort in diesem Zusammenhang sehr viele Leute verhaftet wurden. Das heißt, das waren fast 100% der Leute, die da verhandeln waren im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise im Vergleich zu anderen Fällen, wo vielleicht nicht ganz so viele Leute festgesetzt wurden. Organisierte Aktivitäten in dem Sinne gab es nicht, aber ich glaube, das ist ja gerade gut aus meiner Sicht, dass ein Teil der russischen Gesellschaft schnell auf die neuere Situation reagiert hat und entsprechend ihre Positionen geäußert auf verschiedene Art und Weise. Es wurden Posts geschrieben, wurde Empörung zum Ausdruck gebracht. Leute sind zur Kundgebung gegangen, zu Mahnwachen. Es gab sogar vielleicht keine richtige Solidaritätsbewegung, aber dennoch war die russische Zivilgesellschaft unter ständigem Druck ausgesetzt. Und es war klar, dass das ein wichtiges und auch ein sehr heikles Thema war. Und es ist auch klar, dass dort konsolidierte Aktionen nicht möglich waren innerhalb des politischen Raumes der Russischen Föderation, der Zivilgesellschaft in Russland damals. Es war natürlich alles schwierig, denn die meisten Organisationen, mussten sich auch noch selbst schützen in dieser Situation, insbesondere vor dem Hintergrund des Gesetzes über ausländische Agenten. Ich glaube, wichtig ist auch die Tatsache, dass es tatsächlich Aktivitäten gab in diesem Zusammenhang. Statistisch hätte man natürlich immer mehr machen können, aber es gab das. Und das scheint mir wichtig zu sein in diesem Zusammenhang. Ja, von der Bülle. Walter Kaufmann von der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich möchte gerne über die Repressionsmaschinerie sprechen. Inwieweit arbeitet diese Maschinerie organisiert, professionell? Gibt es ein eindeutig ausmachbares strategisches Zentrum? Gibt es eine eindeutige Strategie oder gibt es da sehr viele Widersprüchlichkeiten zwischen dem Zentrum und den einzelnen Regionen der Russischen Föderation? Wird da unterschiedlich vorgegangen? Gibt es Diskussionen innerhalb der Apparate? Oder gibt es tatsächlich eine eindeutig ausmachbare Repressionsstrategie, die von oben durchgesetzt wird? Meiner Meinung nach, als Juristin ist das ein komplettes Chaos. Es gibt sicherlich ein gemeinsames Ziel. Man will die Gesellschaft einschüchtern und man will dafür sorgen, dass die Leute nicht auf die Straße gehen. Wir haben natürlich nur einen Präsidenten in der letzten Zeit. Man sagt den Leuten natürlich, dass wir einen Präsidenten haben, dass wir Demokratie haben, dass niemand Repressalien ausgesetzt wird. Aber gleichzeitig passieren Dinge, die dem komplett widersprechen. Aber die Logik ist eben, dass wir im Chaos wohnen, dass wir unter den Bedingungen des Chaos liegen. Aber so ist eben das Leben, so sieht das aus, so ist der Zustand, mit dem wir klarkommen müssen. Das kann auch Strategie sein oder die Unvorhersehbarkeit tatsächlich. Wobei ja bei den
verschiedenen Maßnahmen, die Sie vorgestellt haben, es tatsächlich so aussah, als ob das sozusagen von einer großen Hand geleitet ist, indem man zumindest viele verschiedene Angriffsmöglichkeiten für die, die beispielsweise ihr Recht auf freie Meinungsäußerung, auf Versammlungsfreiheit einnehmen wollen, vorgehen kann. Meiner Meinung nach eher nicht. Natürlich gibt es dort auch von oben initiierte Dinge, verschieden. Es gibt auch irgendwelche Initiativen von unten, um vielleicht den Vorgesetzten zu gefallen, um vielleicht sich ein Sternchen zu verdienen und ein bisschen auf der Karriereleiter voranzukommen. Das gibt es sicherlich auch. Hallo, ich heiße Karl Jensen. Ich bin Mitglied der Partei Die Linke. Und was mich interessieren würde, unabhängig von dem Kampf für mehr Meinungsfreiheit, das ist ganz klar, inwieweit ist die Opposition soweit vorhanden irgendwie geschlossen? Oder was ich noch wissen möchte, gibt es im Angesicht der, soweit ich informiert bin, großen sozialen Ungerechtigkeit irgendwie auch so eine Art Bewegung Sozialismus von unten? Dankeschön. Ну, социалисты, наверное, и левое движение у нас есть, однако... Es gibt natürlich Sozialisten und auch eine linke Bewegung, aber die Opposition ist noch nicht konsolidiert und auch die Zivilgesellschaft bildet sich eigentlich erst heraus. Putin und die Politik Putins zielte darauf ab, die Gesellschaft zu entpolitisieren. Die wesentliche Reaktion auf die Politik bei den meisten Leuten ist, lasst mich bloß damit in Frieden. Und das ist ja auch das, was ein bestimmtes Segment des politischen Establishments tut, dafür zu sorgen. Alles andere ist keine Politik. Das, was einheitliches Russland macht oder die Parteien in Parlamenten tun, das ist keine Politik, das ist Parlamentsarbeit. Sie plündern den Haushalt. Sie lassen sich Gesetze einfallen, die es ihnen erlaubt, den Haushalt zu plündern. Sie sind miteinander immer einverstanden und wenn Zyuganov plötzlich etwas sagt, dann wurde das vorher mit dem Kreml abgestimmt. Man fragt dann zum Beispiel, kann ich hier zum Beispiel sagen, dass die Rentner nicht genügend Geld bekommen? Das ist vielleicht eine Art politisches System innerhalb der Möglichkeiten, die es gibt in diesem System. Der öffentliche Dienst, ja, das ist eben die Frage, ob man tatsächlich im öffentlichen Dienst die bestimmte Sachen erlauben kann. Das ist eigentlich alles klar aus meiner Sicht. Es gibt natürlich viele, die sich in Russland beispielsweise in den letzten Tagen die Frage gestellt haben, warum es zu diesen sehr harten Strafen in dem Fall Sieg, also dieser vermeintlichen verschwörerischen Gruppe aus Pensa gekommen ist. Und es gibt ich habe einen Standpunkt gelesen, der Versuch, das zu erklären, ob der Versuch so sinnvoll ist per se, darüber kann man sich auch streiten, aber der Versuch, das zu erklären, durch die sehr linke Ausrichtung und sehr auf soziale Ungerechtigkeit in Russland drängende Ausrichtung der Gruppe und die Interpretation oder die Erklärung ist die, das möchte sich der Staat nicht aus den Händen nehmen lassen. Die Sorge insbesondere um die kleinen Bürger und denen es ökonomisch schlecht geht, das möchte man von Staatsseite und sei es nur ankündigen, darstellen, aber von Staatsseite. Und das möchte man nicht anderen in der Gesellschaft überlassen. Ob das eine richtige Interpretation ist, eine andere Frage. Aber sie tauchte auf in der Diskussion darüber, warum es zu diesen drakonischen Bestrafungen gerade im Fall von Siet in Pensa gekommen ist. Wer hat noch eine Frage? Hier gibt es noch eine Frage. Alexei. Ich arbeite an der Potsdamer Universität. Im Zusammenhang mit dem, was hier schon gesagt wurde, möchte ich anmerken, möchte nur ein Beispiel anführen. Ich habe einen Kollegen aus Russland, also eine Kollegin, sie für die Frauenrechte eintritt
Und die hat mir vor einigen Tagen gesagt, sie hat mir von den Berichten von dieser, von dem Fall des Netzes erzählt. Das Ganze empört mich unglaublich. Sie haben dort einige junge Leute verurteilt zu großen Haftstrafen. Und mein Kollege hat erzählt, er hat gesagt, ich habe gehört, dass einer von diesen Leuten, die verurteilt wurden, angeblich absichtlich ein junges Mädchen mit HIV angesteckt hat. Und deswegen denke ich, dass das sehr gut zeigt, wie diese Mechanismen funktionieren. Die Macht arbeitet von oben. Und diese moralischen Dinge, die da eingeschleust werden, die da ins Spiel gebracht werden, wie bestimmte Informationen gestreut werden, wie bestimmte Widersprüche ins Spiel gebracht werden. Und so wie mein Kollege gesagt hat, wenn jemand sowas gemacht hat natürlich, dann ist das schon irgendwie gerecht, obwohl das natürlich mit der Sache an sich gar nichts zu tun hat. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und wir, klar, sollten wir natürlich gewissermaßen diesen Menschen verurteilen, wenn er tatsächlich sowas getan hätte, aber das eine hat mit dem anderen ja gar nichts zu tun. Und dann ein anderes Beispiel, auch jemand, der aktiv für Frauenrechte eintritt. Ich habe einen Brief an eine Frauenaktivistin gesprochen, die auch für Kinderrechte eintritt, gegen die Einmischung des Staates, gegen die Beobachtung durch den Staat mit Hilfe von Videoüberwachung und so weiter und so fort. Und dann heißt es plötzlich, dass in der ganzen Welt wurde dann gesagt, dass die Feministen auf der Welt mit der LGBT-Bewegung kooperieren. Und ich habe gemerkt, dass sie dieses Thema LGBT niemals irgendwie bespricht, obwohl es natürlich auch in Russland sehr viele schlimme Dinge gibt im Zusammenhang mit der LGBT-Bewegung, vor allen Dingen in Tschetschenien, vor allen Dingen sogar ein bisschen zu Mord und Diskriminierung und so weiter und so fort. Es gibt aber da keine Statistik zu diesen Fällen, aber in Russland hat der Staat es sehr schön hinbekommen, hier eine Grenze zu ziehen zwischen diesen beiden Gruppen, die eigentlich sehr schön miteinander kooperieren können. Wenn es jetzt um die Wahlen zur Staatsduma geht, werden vielleicht auch irgendwelche pseudo-grünen Parteien auftreten und auch die Kommunisten, die gegen die Ungerechtigkeit im Land das Wort ergreifen. Aber hier geht es, glaube ich, man sieht es immer wieder darum, dass die Gesellschaft gespalten wird und der Staat hat eben diese sehr subtile und ausgeklügelte Strategie, die er verfolgt, um einen Keil in die Gesellschaft zu treiben. Und da würde mich natürlich interessieren, ob Sie Pläne haben, wie Sie mit diesem Phänomen umgehen und wie Sie dagegen angehen können, gegen dieses Phänomen. Sie wissen, es ist ja klar, dass der Staat ein großer Manipulator ist und der einzige Ausweg aus dieser Situation, das ist eine massenhafte Aufklärung von Menschen. Sie bekommen keine Informationen, keine ausreichenden Informationen, denn sie beziehen zum größten Teil ihre Infos aus dem staatlichen Fernsehen. Was die LGBTI angeht, so gibt es entsprechende Artikel in unserem Strafgesetzbuch, Propaganda, der nicht traditionellen sexuellen Orientierung. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Es ist schwer zu sagen, welche konkrete Schritte zu unternehmen sind. Diese Situation ist für uns bedrückend und einer der Grundsätze unserer Tätigkeit besteht darin, dass wir Menschen helfen, die politisch verfolgt werden, egal welcher Ansichten sie angehören, Grüne, Links, Rechts, Blau, keine Ahnung. Unser Grundsatz ist, jedem Menschen zu helfen und keine Unterscheidung zu machen, egal welche Ansichten Menschen vertreten. Wir teilen Menschen nicht in Feind und Freund auf. Eine Frage, wenn noch eine ist, nehmen wir gerne noch auf. Ja.
Mein Name ist Philipp Jäger, ich bin Doktorand in Ethnologie an der Humboldt-Universität. Mich würde ein Vergleich zu anderen Staaten noch interessieren. Also ich habe gesehen, dass im letzten Jahr waren viele Proteste in Kasachstan, verbunden mit der Präsidentschaftswahl dort. Es gab spontane Protestbewegungen wie die Atbravdane Ubegaish in Almaty. Ich würde gerne wissen, haben Sie Verbindungen zu anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion? Interessieren sich dort auch Aktivisten, sich dafür, sich mit ihnen zu vernetzen? Und ja, wie sieht es aus? Danke. Oder? Oh ja. Ich kann von einem groß angelegten Projekt erzählen, zur Versammlungsfreiheit im postsowjetischen Raum. Und dort gibt es sehr viele Materialien zu diesem Thema. Wir haben gerichtliche Systeme erforscht in den ehemaligen Sowjetrepubliken. Wir haben mit Aktivisten aus diesen Ländern gesprochen. Und ja, was die Aufklärung angeht, so arbeiten wir zusammen. Also klar, wenn eine Nachfrage bestünde, würden wir darauf reagieren. Aber bis jetzt gab es, glaube ich, keine Nachfragen. Oder einmal, wie können Sie dort in Kasachstan ein System wie OFD-Info aufbauen? Und ich glaube, die Dienstreise ging ja auch nach Kasachstan, aber ich bin mir nicht sicher. Entschuldigen Sie bitte. Ja, wir arbeiten mit den Kollegen aus der Ukraine, Moldova und Belarus. Wir haben auch einen gemeinsamen Vortrag in Warschau vorgestellt. Er wurde jetzt gerade auf Englisch artikuliert. Und ja, wir arbeiten zusammen mit den ukrainischen Kollegen, befinden wir uns in einem stetigen Dialog darüber, ob Sie dort bei sich ein Gesetz benötigen über die Ausrichtung der öffentlichen Veranstaltungen. Da gibt es eine bestimmte Diskussion diesbezüglich. Vielen Dank Ihnen, dass Sie heute teilgenommen haben, Ihnen, dass Sie so aufmerksam und lange zugehört haben. Es gab sehr viel Juristisches, einige Ziffern auch bei uns. Deswegen umso mehr einen großen Dank an die Übersetzer, die das alles wunderbar bewältigt haben. Es war ein sicherlich schweres, manchmal heute Abend auch fast belastendes Thema. Auf der anderen Seite haben wir auch sehr viel gehört über, wie soll ich sagen, über eine Gesellschaft, die sich verändert und sehr viel Eigeninitiative und Solidarität, die wächst. Insofern ist es glücklicherweise nicht nur düster. Vielen Dank Ihnen.